Ich habe schon immer so eine geile Jacke wollen, eine schwarze Lederjacke. Weil in meinem Kopf ist Leder einfach ein Abfallprodukt der Fleischindustrie und darum gut, dass man es braucht. Aber stimmt das wirklich? They are killed for their flesh, but they also kill for their skin. Ich habe mich auch ein bisschen heuchlerisch gefunden. Ich bin Veggie und kaufe mir eine Lederjacke. Bravo, Livio. Und ein paar habe ich sogar gesagt, die Jacke ist Vintage. Ist sie nicht. Oh, Blut hat es auch. Ein bisschen, ja. Ja, das ist ein großer Haufen. 25 Tonnen. Mhm. Schon ein bisschen eklig, muss ich schon sagen. Weil hier erkennt man ja, dass mal ein Tier war. Darum meine Frage, kann ich meine heißgeliebte Lederjacke mit gutem Gewissen tragen? Ich habe eine Lederjacke gekauft und ich bin ein bisschen am strugglen. Hast du Lederprodukte? Ja. Yep. Offensichtlich. Jetzt habe ich mir überlegt, den Gurt. Ich weiß gar nicht, von wo ich den habe. Nein, gerade nicht. Die Schuhe auch nicht? Doch, die sind Leder, ja, das stimmt. Ja. Ich persönlich esse auch kein Fleisch. Darum schaue ich halt so ein bisschen, was Leder und so angeht, dass ich das so minimiere, wie gut, so gut wie möglich. So eine kleine Tasche. Ich habe, glaube noch nie bewusst Leder gekauft. So eine Lederjacke sieht aber schon noch gut aus. Findest du sie gut aus? Ja, ich weiß, also die steht. Ich würde mir vielleicht auch mal eine gönnen. Ja, ich habe Lederjacke. Aber es ist Fake Leder. Echt Leder ist. So etwas unterstütze ich nicht. Wieso unterstützt du es nicht? Ich finde es hart gegenüber den Tieren. Ja, ja, so zwei, drei Stück. Ja, ich habe mir ehrlich gesagt nicht wirklich Gedanken gemacht, von wo das ist. Weißt du irgendwie, von wo das Leder echt kommt? Nein, ich weiß es nicht. Ich nehme an, es wird bearbeitet in Asien. Ja, absolut. Meine Tasche ist jetzt, ich habe sie wie Secondhand gekauft. Aber ist das denn wichtig? Also so neue Ledersachen würdest du jetzt nicht kaufen? Ich selber nicht, nein. Ja. Siehst du einen Unterschied zwischen Leder und Pelz? Ja. Obwohl, wenn ich darüber nachdenke, eigentlich nicht wirklich. Ich meine, das eine ist flauschig, das andere ist Haut. Im Pelz werden Tiere getötet wirklich nur fürs Pelz. Beim Leder ist es nicht so. Beim Leder wird das Tier noch weiter verwertet. Ich denke, Leder ist halt eher so gesagt, ein Abfallprodukt aus der Fleischproduktion. Ehrlich gesagt wäre ich jetzt bei der genauen Herstellung ein bisschen überfragt. Am Ende des Tages macht es wie nicht einen grossen Unterschied. Ich meine, ob es Tier geschoben ist für Pilz oder Leder. Ich glaube, das ist dem Tier irgendwie auch egal. Es ist lustig, dass sich ein paar Leute gar nicht bewusst sind, dass sie eigentlich Lederprodukte tragen. Und überrascht hat mich auch, dass sich gerade recht viel gerechtfertigt haben. So, ja, ich trage Leder, aber ich weiß, es ist nicht gut. Aber wie stehst du zu Leder? Hast du Lederprodukte daheim? Schreib sie uns unten in die Kommentare. Was ich jetzt schon herausgefunden habe, das Leder von meiner Jacke, von meinen Kleidern oder Schuhen kommt fast immer aus dem Ausland. Weil in der Schweiz gibt es nur noch zwei kleine Gerbereien, die Tierhaut zu Leder verschaffen. Und darum wird auch die meiste Haut von geschlachteten Tieren in der Schweiz in andere europäische Länder exportiert. Das sehen wir schon, bei Ledersachen sind Haufen verschiedene Länder involviert und darum ist die Produktionskette auch schwierig zum Nachverfolgen. Was man kann sagen kann, die meisten Rinder, die man für Leder braucht, kommen aus Indien, China und Brasilien und dort werden sie meistens auch zu Leder gemacht. Das meiste wird zu Kleider und Schuhe gemacht, aber auch für Möbel oder für das Auto. Allein wir in der Schweiz haben im letzten Jahr über 36'000 Tonnen Kleider und Schuhe aus Leder plus unverarbeitetes Leder importiert. Das wären etwa 14.507.244 Lederjacken. Ich bin unterwegs in Deutschland, 6 Stunden Autofahren, sehr cool. Aber ich habe mit meinen eigenen Augen gesehen, wie man aus Tierhaut Leder macht. Und darum gehe ich auf Rehau. Dort ist eine grosse Gerberei, wo am Morgen früh Lastwagen voll mit Tierhaut ankommt, von geschlachteten Tieren. Im Schlachthof muss ich jetzt nicht nochmal, bin ich schon mal gesehen, hat gelangt für mich. Ich bin jetzt auf dem Weg zu der Gerberei Südleder. Dort wird jedes Jahr 1 Million Rinderhäute gerbt. Aus denen entsteht ein Sitzleder für Möbel, für Autos, aber auch für Portemonnaies oder Taschen. Was bedeutet dieser Geruch? Haut. Haut? Das ist Haut? Ja. Ah, okay. Das erinnert mich schon ein bisschen an den Schlachthof. Ja, ein bisschen. Ja, sicherlich. Und wissen Sie, wie diese Tiere gehalten wurden? Nein. Nicht? Nein. Nimmt man sich da auch ein bisschen aus der Verantwortung raus? Ja, sicherlich. Klar. Ja. Wir haben aber keinen Einfluss drauf. Ja. Ja, das ist das Problem dabei. Ja. Jetzt kommt da was langsam. Mhm. Oh, Blut hat's auch. Bisschen, ja. So, das war's. Ja, das ist ein großer Haufen. Ja, 25 Tonnen. Mhm. Schon ein bisschen eklig, muss ich schon sagen. Weil hier erkennt man ja, dass mal ein Tier war. Und jetzt wohnt er das mit dem Stapler? Ja, genau. Das wird jetzt gebaggert praktisch in Kisten und dann kommt es in die Fässer, weil es gewaschen wird und die Haare entfernt wird. Ja, was würde ich sagen hier? Wenn man es jetzt so mit meiner Lederjacke, die ich gekauft habe, vor ein paar Monaten vergleicht, dann hat das für mich jetzt nicht mega viel mit dem zu tun. Aber es ist schon genau das gleiche Produkt. Aber ja, es hat Blut, das stinkt nach Scheiße.
Fell. Dir. Das sind jetzt diese Feste, ne? Ja. Erster Prozess nach der Ankunft der Ware ist praktisch hier, werden die heute gewaschen. Nach dem Enthaaren, sieht man ja, kommen die heute raus, sind jetzt ohne Haare. Dann wird dort wird das Unterhautbindergewebe abgeschabt von der Haut. Dann wird hier getrimmt. Das sind jetzt alles Binder? Ja. Also Kühe, Bullen. Und wisst ihr auch, woher diese heute kommen? Also das meiste, was wir verarbeiten, kommt aus deutschen Schlachthöfen. Okay. Ja. Ein Teil ist sicherlich auch aus Italien oder Frankreich. Wir bekommen ja so etwa 3000 Haut am Tag. Ja. Und was ungefähr ein Drittel der gesamten Menge, was in Deutschland geschlachtet ist. Wie viele verschiedene Chemikalien werden gebraucht? 400. 400? Also mit Färben und Farbstoffen sind es über 400, was wir im Einsatz haben. Das ist das Abfallprodukt? Das sind die Beschnitte, ja. Die kommen weg? Aus denen zum Beispiel kann man Leim machen oder Klebstoffe. Zum Teil dann wird auch sowas für Hautcremes genommen, weil es Kollagen ist. Ah, okay, ja. Gelatine. Du hast ja auch Mühe mit dem Geruch am Anfang. Ja, glaube ich. Aber ich habe mich daran gewöhnt. So schnell, ja? Ja, sehr schnell. Ich glaube, man kann das nicht oft genug erwähnen, dass die Haut ja eigentlich wirklich ein Abfallprodukt ist. Ne? Ja. Und wenn sie nicht zu Leder gemacht würde, müsste man sie entsorgen. Und dann wird sie halt von uns zu Leder verarbeitet. Okay. Kein Mensch würde ein Tier schlachten, um ein Stück Leder zu bekommen. Wird das nicht auch gemacht? Nein. In Teilen der Welt? Nein. Nirgends? Nein, nirgends. Es ist immer nur Lebensmittel. Wollen wir das anfassen? Ja. Okay. Hier waren die Haare drauf? Hier waren die Haare. Also das ist die Außenseite? Das ist die Außenseite, ja. Hat noch nicht viel mit Leder zu tun, irgendwie? Nein, nein, noch nichts. Das würde jetzt faulen, wie Fleisch. Ne? Denken Sie, ist es den Leuten bewusst, dass das eigentlich ein Stück Fleisch ist, das Sie gerade tragen? Oder auf dem Sie sitzen? Na, letzten Endes weiß ich nicht, ob die meisten das wissen. Ja. Aber am Ende ist das natürlich so. Was ist hier los? Ja, genau. Also diese Haut, die wir jetzt gesehen haben, ja, die kommt dann wieder in so ein Holzfass. Ah, okay. Und dann wird jetzt gegerbt. Man kann pflanzlich gerben, man kann Chrom gerben, man kann Chrom freigerben. Sie machen alles? Wir machen eigentlich alles. Okay. In der Summe der Eigenschaften ist die Chromgerbung immer noch die ökologischste. Oh, und wieso? Ja. Wieso nicht die pflanzliche Gerbung? In dem Bedarf, den man weltweit hat für Leder, müsste man so viele Bäume umhauen, um den pflanzlichen Gerbstoff zu bekommen. Ja. Geht eigentlich gar nicht. Das ist diese noch blau, das hat ja nichts mit dem schwarzen Leder zu tun. Nein, das ist praktisch die blaue Farbe, kommt, das heißt Wet Blue nennt sich das Ding, nass und Wet blau. Blue, ja. Okay. Und das kommt vom Chrom, ist die Farbe. Ach so, okay. Ja. Und wenn Sie jetzt pflanzlich gerben, hat das eine andere Farbe? Wenn ich pflanzlich gerbe, dann wäre es jetzt, sag ich mal, so beige zum Beispiel. Ah, okay. Und weltweit dürfte der Anteil von Chromgerbung ungefähr bei 90% liegen. Diese Sachen hier sind jetzt lieferbereit, oder? Ja, also ein Teil davon wird in dem Zustand ausgeliefert. Ne? Wie läuft das genau ab? Entweder Endkunden oder Händler geben uns halt einen Auftrag, liefern uns einen LKW mit Ware vom Schlachthof und wir gerben das Material. Und dann sagt der Kunde halt, ich möchte daraus ein Möbelleder machen, ein Oberleder, ein Autoleder. Welche Tierhaltung wäre für euch am besten, damit das Leder möglichst gut ist? Ja, halt eigentlich, wo das Tier gut behandelt wird. Ja. Wie viel ist das der Fall, denken Sie, dass gute Tierhaltung da ist? Über einen Schnitt ist es sicher in Ordnung. Okay. Also hier in Mitteleuropa, sagen wir mal. Wie repräsentativ ist so eine Gerberei, wie ihr sie habt, für Leder auf der ganzen Welt? In Indien wird halt ganz anders gearbeitet wie in Europa. Ne? Also da werden ganz andere Chemikalien eingesetzt. Die Arbeitsbedingungen kennen wir alle aus dem Fernsehen. Das meiste Leder kommt ja nicht von euch, ne? Das kommt nein, das meiste Leder weltweit gesehen kommt sicherlich irgendwo aus Indien oder Pakistan oder sonst wo. Ne? Was hat billiger ist da zu produzieren? Das billig ist, ja, ganz klar. Es ist krass, wie es vom Anfang noch ein Stück Fleisch ist und nachher recht schnell eigentlich so zu einem Produkt wird. Hier kommen wir jetzt in die Färberei. Ja. Woher kommt das Leder Ihrer Schuhe? Ja, mit Sicherheit auch von uns. Von euch? Ja. Ah, wirklich? Ja. Sonst so viel Kleidung macht ihr eher nicht. Aus welchem Grund? Ist zu teuer. Also die Kleidungsindustrie ist, glaube ich, schon vor 20 Jahren nach Indien oder Pakistan ausgewandert. Ja, ja. Hier ist der letzte Arbeitsschritt. Das ist dann meistens die Kontrolle. Die norwegische Ski-Nationalmannschaft trägt Handschuhe aus dem Leder hier zum Beispiel. Wirklich? Ja. Und ich habe eine Lederjacke. Hm? Könnte ich mir jetzt irgendein Produkt hier leisten?
Ja, natürlich können sie sich das leisten, aber klar sind Produkte aus Indien sind natürlich viel billiger. Aktuell sehe ich eine Lederjacke aus Deutschland als sehr schwierig. Ja. Es gibt ja auch Kunstleder, ist aber null Öko. Darum gibt es auch Alternativen, zum Beispiel aus Äpfel, Kaktusfasern oder Pilz. Der Vorteil, kein Tier hat dafür müssen sterben. Der Nachteil, viele haben noch Kunststoff drin und haben nicht gleich lang wie tierisches Leder. Etwas, wo ich mich halt wirklich gefragt habe, wo mich auch ein bisschen verwirrt hat, muss ich sagen, wo er halt gesagt hat am Anfang so, ja, die Haute, das würde halt einfach vorgerührt werden. Das ist halt einfach, das sind Überbleibsel von der Fleischindustrie. Und wenn das wirklich so ist, dann finde ich so, ja, wenn er dann aus dem irgendein Produkt macht aus Leder, dann voll easy. Immer noch besser als wegrühren. Aber gleichzeitig habe ich halt auch schon anders gehört. Und zwar, dass das fest mit einberechnet wird und halt auch ein grosser Teil von dieser Industrie ist. Gerben, das wird auf der ganzen Welt so gemacht. Hier natürlich mit höheren Standards. Und all die Kleider, die wir vielleicht daheim haben, die aus Leder sind, die kommen natürlich nicht von hier. Wie Schlachthöfe, Gerbereien und Produktionsstätten aussehen, wo das meiste von unserem Leder herkommt, das weiss Rebecca Capelli. Sie hat genau solche Orte überall auf der Welt besucht und sie hat auch einen Doc-Film darüber gemacht. In dem sieht man die unschönen Seiten der Leder-, Pelz- und Wollenindustrie. Durch den Film ist sie von einer Fashionista zu einer Tieraktivistin geworden. In my past life, as a consumer, yeah. I used to go to Jimmy Choo private sales yeah. in Hong Kong and buy 6 pairs of shoes. It was very absurd, very ignorant, but I did come from this kind of compulsive behavior. But that's the truth, that's where I was at. I think lots of people don't know that their products are out of leather. I think people know that they are wearing leather. I think people also understand that leather comes from animals and that it's the skin, but there's a huge dissonance where people don't think about, wow, I'm actually wearing an animal skin. And I also think that people, you know, they think that leather is very lucrative. Most of the revenue that goes to these luxury brands actually come from leather, you know, leather handbags, leather shoes. So that's what the people told us at the tannery. They told us it's a side product, so otherwise they have to throw the skin in the bin. So that's not true. They are killed for their flesh, but they also kill for their skin. What are the main problems about leather? Leather has a negative impact on the environment. And it happens at the production level as a whole, as animal agriculture. We're talking not only about greenhouse gas emission, but also about the water consumption that comes from the leather industry. Then you have the tanning process that is really chemical heavy, that is really chemically intensive. And a lot of the skins are actually tanned in the global south, in countries where there's poor environmental laws, where there are poor labor laws as well, and where people are not protected. What was the worst thing you've seen in leather production? The skinning process is pretty disgusting. Yeah. To see the actual skin coming off, yeah. It's not an easy thing, especially on the bigger animals. For me to see a heart shape, symbolism on this skin, it's just, again, it shows the dissonance and the disconnect that we have. So it has nothing to do with love? It has nothing to do with love. Stirbt jetzt Tier wegen Fleisch oder wegen der Haut? Die Realität ist komplizierter. Tier werden schon für die Fleischindustrie gezüchtet, aber mit dem Nebenprodukt Haut wird ganz klar gerechnet und viel Cash gemacht. There are a lot of leather products here. What do you think about vintage leather? Fashion has an overproduction problem. So the number one thing that we should be doing is using what we have. Yeah. Swapping with friends, but also buying secondhand. Okay, what should I do with my leather jacket? I bought one some months ago and I'm not a big fan anymore. What should I do? It's a personal question. I cannot answer that question for you. See how you feel about it. If you can wear it and you're happy to wear it until it's used, do it. If you feel conscious, like me, that you don't feel good wearing it, then you can give it to someone, you can sell it. What about made in Italy? I think people think, oh, made in Italy, that's perfect, that's fine. Is that right? The label made in Italy, just, or made in France, or made in USA, made in, just means that some of the final steps of the product, the finishing, even if it's like a little button or anything, is made in this country. But it can be made 99% in a foreign country. Mm-hmm. What do you think about leather alternatives, like the leather made out of apples or pineapples and so on? Cactus leather, apple leather,
pineapple leather, you have so much, it's actually hard to keep up. Yeah. It's important to understand that this is a new sector and this is innovation, but a lot of them still contain PU leather, so some kind of plastic. There's a lot of hope in those. It's fair to assess them as they are, but at the same time, we can't expect alternatives to be pure and perfect on all levels overnight. Was ist jetzt besser, Leder aus Alternativen oder vom Tier? Pauschal kann man das nicht sagen. Die Liebe zu meiner Lederjacke hat etwas nachgelassen, bin ich jetzt ganz ehrlich. Darum kann ich mir vorstellen, dass ich irgendetwas mit der mache, sei das jetzt verschenken oder verkaufen. Aber so mit ruhigem Gewissen kann ich die wahrscheinlich nicht mehr tragen. Wenn man das halt anlegt, dann trägt man Tierhaut. Und das ist halt schon etwas, wo man sich bewusst sein muss. Darum mein Tipp an dich, frag, von wo dein Leder herkommt, kauf Vintage-Lederprodukte oder verzichte einfach komplett drauf. Ich habe außerdem mal eine Reportage gemacht über Fleisch-Alternativprodukte. Kannst du reinziehen, wenn du drückst. Und um nicht noch mehr so Sachen von SRF Impact zu verpassen, folge uns auf dem Kanal.